Hey Leute, willkommen in meinem kleinen Schlafzimmerstudio. Und für heute habe ich überlegt, was macht man eigentlich, wenn man jetzt hier so einen komischen Loop hat, zum Beispiel. Also komisch ist er nicht, aber er plätschert so vor sich hin. Und ich habe den Loop gemacht hier mit meinem... Was ist denn hier mit dem Kabel los? Ich habe diesen Loop gemacht hier mit den Hardware-Synths, mit den Mother 32. Da ist ein bisschen Defam noch dabei, könnt ihr hören, so eine Kickdrum. Und hier mein Poly-D auf der anderen Seite, muss ich ein bisschen rumswitchen. Der Poly-D, da spielt nur so eine, ja, ein Arpeggio. Also ich habe quasi mehrere Tasten gedrückt, die Tonleiter natürlich. Und da gibt es so einen Hold-Button, der hält dann diesen Akkord. Und dann kann man noch umschalten auf Arpeggio und dann spielt er die, ja, halt wieder in der Reihenfolge, wie man sie gedrückt hat. Und das Gute an diesem Modus ist, dass je mehr Tasten man drückt, je mehr Noten hat man, aber man hat auch jeweils entsprechend unterschiedlich viele Steps. So, wenn man zum Beispiel 5 Noten drückt, hat man 5 verschiedene Noten, aber auch 5 verschiedene Steps, also die Länge von der Sequenz ist 5 Steps. Drückt man eine Note mehr, hat man 6, 7, 8 und so weiter. Und wenn man dann unterschiedliche Step-Längen, war nicht Step-Längen, aber wenn man dann eine unterschiedliche Sequenzlänge einstellt an einen unterschiedlichen Synthesizern, weil die haben ja alle Step-Sequencer, also am Mother 32, ich habe jetzt zum Beispiel 5 Noten spielen, zufällig, und das spielt 6, dann überlappen die sich dann so ein bisschen, also es hat einen Polyrhythmus. Die andere Besonderheit ist, dass der, ich muss da rutschen hier, der Mother 32, der hat so ein Random-Modus. Das heißt, ich gebe in die Steps alle meine Noten ein, die ich gespielt haben möchte. Und dann schalte ich den in den Modus. Ich glaube, man muss da Shift und Keyboard und die andere Taste drücken und dann drückt man 4. Und dann spielt er diese Noten zufällig in einer zufälligen Reihenfolge ab. Was auch ganz nice ist. Ich glaube, das macht er gerade. Also ich habe quasi 2 Arpeggios. Eins unten, Poly-D, und eins oben. Das spielt so eine Random-Sequenz. Und die überlappen sich so ein bisschen und das ergibt so ein... Ja, könnt ihr ja hören im Hintergrund. Und dann ist noch so eine Bassdrum hier vom Defam dabei. So, und das geht alles in einen Mischpult. Denn das auf der Seite hier, das da. Und das geht meinen Rechner in eine Spur rein und... Ich hatte vor, ich habe es eine ganze Weile so gehabt, dass ich alles getrennt in Rechner reingenommen habe, dass ich da unterschiedlich auch Reverb zum Beispiel nur auf den einen Synth und Delay auf den anderen Synth und so weiter legen konnte. Aber im Endeffekt habe ich irgendwie gemerkt, dass es eigentlich doch besser ist, oder ich probiere es zumindest jetzt so, dass alles nur in einen Eingang reingeht und ich nur so eine Suppe bekomme, sage ich, oder zumindest nenne ich es immer so. Ich gebe euch mal noch mein Bild hier mit. Also das ist jetzt quasi hier die Spur. Die heißt Microfreak, weil der Microfreak ja alles synchronisiert auf der Seite. Also ich gehe quasi mit USB in Microfreak und der verteilt dann das CV-Signal ans Eurorack und an die anderen Synthesizer. Und ich habe jetzt hier so eine Suppe und ich verwende diese Collage quasi an Sounds wie Hip-Hop-Produzenten Samples benutzen. Also die nehmen ja auch einen Song, schneiden den auseinander und dann repeaten die den und, und da ein Offset und ja, also es ist so ähnlich verwende ich das oder will ich es verwenden zumindest. Das Gute daran ist auch, ich kann das einfach hier recorden dann in Bitwig. Also ich nehme dann hier so eine Audiospur. Kann man das überhaupt sehen? Ist das zu klein? Ist noch ein bisschen größer. Nehmen so eine Audiospur. Als Eingang nehme ich dann hier einen Microfreak, den Ausgang. Und kann dann hier oben gleich auch recorden, inklusive Reverb und Delays und alles, was ich ja dann in so einem Bitwig hier dann noch so mache. Hier habe ich 2 Delays, Valhalla ist ein bisschen drauf. Und ein Limiter. Also quasi alles zusammen, ein Sample. Und das kann ich dann hier später verwenden als Bounce.
oder als Hintergrund und ich kann dann quasi alle meine Synths wieder umstöpseln oder irgendwie ein anderes Preset laden und so weiter. Das ist ja alles sehr vergänglich in der Hardware-World. Also ich kann das ja jetzt nicht abspeichern da hinten. Aber ich denke, das ist eigentlich ein ganz gutes Mittelmaß hier. Und viele möchten das alle so ein bisschen getrennt haben, also was sie da recorden, weil sie dann das noch irgendwie ändern wollen später. Aber irgendwie möchte ich das gar nicht. Also das reizt mich nicht. Ich möchte da komplett frei von sein. Ich möchte das einfach aufnehmen. Und dann ist es persistent und das ist es dann einfach. So, ne? Das ist dann die Momentaufnahme. Also ist ein bisschen wie wenn man ein Blatt Papier bemalt. Das kann man auch nicht wegradieren. Also es sei denn, man nimmt Bleistift, aber wenn man dann irgendwie Ölfarben nimmt und man malt dann was, dann ist es das. Und wenn es scheiße ist, dann stellt man es zur Seite und malt einfach ein neues Bild. Ein besseres. Und so ähnlich sehe ich das hier auch. Und wenn ich das hier recorded habe, dann, wie gesagt, kann ich da die Hardware-Seite vergessen und kann die umstöpseln und hab trotzdem noch das gesaved. So viel dazu. Ich mache das mal weg hier. Was ich auch gerne verwende in Bitwig ist hier diese Post-Recording-Action-Delay-Sache. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel eingestellt 16 hier und nach 16 Bars hört er auf mit Aufnehmen im Clip Launcher, also hier. Nach 16 Bars hört er auf mit Aufnehmen und dann als nächstes springt er über zu Play Recorded. Das heißt, ich nehme auf, nach 16 Bars macht er Schluss und spielt dann das Aufgenommene direkt ab. Also super geil, um zu jammen. Und ihr habt das ja gerade auch schon gesehen, ja, wo ich das Eurorack auf oder wo ich die Hardware-Sache aufgenommen habe. Der hat dann nach 16 Bars automatisch aufgehört und hat es abgespielt. Und so ja, mache ich das hier mit den ganzen Sachen auch. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier ein Pad oder so reinbauen möchte. Ich kann mal hier Coolies 4 an den Plugins, die ich gerade, oder Presets, die ich gerade baue, kann ich mal zeigen. Sampler habe ich gestern gemacht. Immer den hier. Da kann ich jetzt hier Record drücken, spiele ein bisschen auf dem Keyboard rum und nach 16 Bars, ja. Jetzt hat er aufgehört und jetzt spielt er das gleich ab hier. Super Sache. Jetzt kann ich direkt übergehen zum nächsten Track und irgendwie noch was improvisieren, wenn ich möchte. Jetzt mal ein bisschen leiser. Mache ich auch. Ich zeige euch gleich noch einen Trick, das ist auch ganz cool. Und dass er dran, nur dass er dran bleibt. Was hatte ich denn jetzt vom Preset hier ausgewählt, Mensch? Navig. Aufnahme klicken. Ich spiele natürlich auch hauptsächlich die Hauptnoten von der Tonleiter, also der Tonic und der Quinte. Später jetzt auch. Und hier mache ich oftmals auch gern dasselbe, was ich an Hardware-Sequenzer mache. Also die beiden sind jetzt 16 Bars lang. Ich kann aber sagen, oh, das mache ich anstatt 16, ziehe ich ja einfach runter, mache bloß 15 lang oder 14 oder so. Das ist ja Ambient, das muss nicht genau on point sein alles.
Was jetzt passiert ist, dass das Ding schneller loopt als das Ding. Das heißt, sie sind immer versetzt die ganze Zeit. Das ergibt sich immer eine neue Kombination von den Noten zu den Noten. Was sehr subtil ist, wenn ich hier bloß 14 mache oder 15, weil das andere ist 16 lang. Sehr subtil, das verschiebt sich jeweils immer nur um ein Bar. Aber wenn man das irgendwie mit 3, 4, 5 Spuren macht, dann kann das Gehirn das nicht richtig ausmachen, was jetzt eigentlich sich ändert. Aber es ändert sich irgendwas, aber irgendwie klingt es doch gleich. Und das ist genau das, was ich eigentlich will. Also ich möchte, dass es gleich klingt, aber sich trotzdem verändert. Obwohl sich es eigentlich widerspricht. Aber ich lasse es mal laufen, ja. Das brauche ich auch nicht mehr. Aber das brauche ich später. So, jetzt könnte ich vielleicht ja noch einen Polysynth dazu bauen. Der zweite Trick, der kommt gleich. Der kommt gleich, dranbleiben. Supermassive drauf hier. Reverb ist immer geil. Wird aber zugemacht. Unison, oh ja, bitte. Ganz lange Attack Time. So ein bisschen leiser machen, damit es nicht so laut ist. Naja, ich nehme ja noch einen MIDI-Modulator dazu. Da kann ich nämlich hier mit dem Mod-Wheel an meinem Keyboard noch so ein bisschen den Sound beeinflussen. So ein bisschen Expression üben, walten lassen. Also ihr merkt schon, wo es hingeht. So, und jetzt spiele ich hier auch ein bisschen was ein. Muss auch nicht direkt los, muss nicht direkt loslegen, also kann auch ein bisschen ins Leere laufen. So, und da wiederholt jetzt die Sequenz die ganze Zeit und die ist ja doch sehr, ja, sagen wir mal, also sticht ja schon ein bisschen raus, ne? Und das die ganze Zeit zu haben, das ist natürlich ein bisschen langweilig. Oder beziehungsweise nicht langweilig, aber es geht dann irgendwann auf den Sack. Sondern man möchte das nur ab und zu mal drin haben. Was ich da gern mache, ist, ich füge einfach hier 3 oder 4, dann sagen wir mal, ja, mach mal 4. Leere Clips ein, selektiere alle und sage auf der linken Seite hier nach 16 Bars, so lange ist die Sequenz hier, nach 16 Bars spiele den nächsten zufälligen Clip. Okay, und das wäre dann hier wahrscheinlich ein leerer Clip. Und da die alle selektiert sind, machen die das alle. Das heißt, irgendwann trifft es dann auch wieder hier diesen Loop, wo Noten drin sind. Aber je mehr leere Clips ich hier einfüge, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste gespielte zufällige Clip ein leerer ist. Das heißt, je mehr leere Clips ich einfüge, desto seltener wird diese erste Sequenz hier gespielt. Das ist quasi meine Art von Probability im Clip Launcher. Das alle eingestellt hier. Okay. Und das könnte ich hier oben auch mit denen machen. Also mit den zwei, dass ich sage ja, ach, das, die Sequenz ist schon cool, aber ab und zu möchte ich es vielleicht auch mal nicht gespielt haben. Also mache ich das hier genauso. Mache aber bloß einen leeren Clip.
Play random. So, und ja, wenn ich noch mehr von diesen Sounds hinzufüge, kann ich quasi so Sachen layern und es passiert immer irgendwas, aber irgendwie verändert sich es auch nicht. Also es ist irgendwie dasselbe Song. Polysphere. Also ich arbeite ja gerade an ein paar Presets hier für Ambient und so. Also ich habe schon einen Haufen Zeug zusammen, ja. Aber ich muss die alle noch ein bisschen... Muss die noch ein bisschen finalisieren, aber ich denke, dass die diesen Monat auf meinem Patreon rauskommen. Was nehme ich hier nochmal? Einen Sampler. Nehme ich mal den. Okay, noch ein bisschen was spielen. Jetzt irgendein Scheiß gespielt in der Tonleiter. Und ich brauche da nicht bis zum Ende warten hier. Das ist jetzt 12 lang. Ja, ist okay. Loop das hier. Mache ich auch nochmal dasselbe hier. Markiere die. Sage nach 12 den nächsten. Okay, random. Okay. Und das kann man dann wirklich mit 9, 8 Spuren machen, also man kann sich da wirklich austoben mit Sounds, wenn man möchte. Und das Ganze vollstopfen mit atmosphärischen Sounds. Und je mehr man dazu baut und diese Probabilities hier einfügt, desto mehr hat man irgendwie einen Track, der sich irgendwie verändert, aber doch irgendwie stetig gleich bleibt. So, ich könnte jetzt hier mal ein paar Drums dazu bauen. Was hier. Jetzt brauche ich natürlich ja noch so ein klingt. Also das könnte schon mal was sein, ja, das ist ja... Machen wir ja ein Limiter auf den Master, damit es nicht ganz so schlimm wird. So, einen zweiten XO, da machen wir jetzt so ein bisschen so Klitsch-Sounds mit Hi-Hats. Einfach hier ein paar Hi-Hats reinladen. Das ist wirklich alles, was ich gerade mache, ist ein Tune bauen, ohne eine Idee zu haben eigentlich. Also klar, ich habe an verschiedenen Stellen immer irgendwie eine bestimmte Eingebung oder
vielleicht kreatives Potenzial, aber eigentlich spiele ich nur die ganze Zeit irgendeine Tonleiter. Und der Song ergibt sich daraus, dass ich an irgendeiner Stelle irgendwie ein bisschen was anders mache, als ich das sonst mache. Ich kann da immer noch obendrauf irgendwie eine Idee klatschen. Eine Idee könnte dann sein, ein Lead-Vocal, dass da jemand irgendwie was singt, eine Melodie, das ist dann quasi die eigentliche kreative Idee, und das ist eigentlich nur ein Backdrop, also das ist eigentlich nur ein schönes Hintergrundbild. Oder man spielt ein Solo mit einer Gitarre oder fängt dann an, irgendwie eine Melodie zu bauen mit einem Klavier oder so. Ja, also. Okay. So, ich mache die alle ja recht kurz, die Sounds mit dem Transient Shaper. Schön clicky sind. So, gucken. Jetzt baue ich hier so ein sowas ein. Kommen alle jetzt hier so eine Probability. Und was weiß ich, 30% oder so. Dann spielen die nicht die ganze Zeit. Dauernd rauscutten. Kann man sie auch echt stundenlang damit mit diesen Klitsch-Sounds beschäftigen. Wenn man möchte. Ach, ist da was? Halftime ist auch mal gut. Und vielleicht ein bisschen leiser machen. Könnt auch noch ein Reverb drauf auf die Drums.
klingt doch schon ganz okay. Bisschen kurz am Hardware-Ding rumspielen. Was noch fehlt, oder was heißt fehlt, aber man könnte noch ein Klavier nehmen. Kleines Motiv spielen oder so. Würde ich auch ein Delay drauf, der Logo. Und hier mache ich das gleiche dann wahrscheinlich auch, weil ich möchte natürlich nicht, dass das Klavier die ganze Zeit spielt. Hier das alles 16 Play Random. Ich kann mal auch noch einen Low Pass drauflegen. Damit es schön warm bleibt und nicht so viele Obertöne hat. So ein Polysphere-Ding ja dazu adden. Okay, und wenn mich das irgendwie nicht mal nervt und das kann irgendwie jetzt so 5 Minuten, 6 Minuten laufen und mich nervt gar nichts mehr,
dann ist es eigentlich fast schon Zeit, das aufzunehmen. Und ich drücke dann wirklich bloß Record hier und nehme das einfach dann 12, 13, 14, 15 Minuten auf und gehe dann später einfach noch rein und editiere an bestimmten Stellen, wo mir was nicht passt. Oder mache Fade-Ins oder irgendwie eine Transitioning, also so Sweeps oder Risers oder something. Irgendwas in der Richtung. Ich kann jetzt auch mal den Ozone noch rein tun. Matching, Capture. Ein Bass fehlt eigentlich noch, warum sagt ein Kinder was? Ich muss noch einen Bass rein tun. Der Bass gibt dem Ganzen natürlich erstmal überhaupt einen Sinn. Mein Gott, absoluter Noob-Fehler. So, 2, die Tune. Mono soll er sein. Dass er 4 lang ist. Krasse Schwebung hier. Löscht sich immer aus. Aber es klingt trotzdem irgendwie toll. Ich brauche ja keinen Druck. Also ich bin nicht an Druck interessiert an, in einem Ambient Tune. Vielleicht emotionalen Druck. Geht bestimmt auch noch einiges frequenztechnisch komplett durcheinander. Aber das interessiert mich jetzt erstmal gar nicht. Mal analysieren hier.
und ich glaube, das ist es eigentlich schon. Ich wollte dich mal kurz eigentlich, na, was heißt kurz, wie lange geht das Video schon? 34 Minuten, okay. Also ich wollte euch eigentlich nur mal zeigen, wie das so abläuft bei mir. Also ich schraube dann so ein bisschen an Hardware rum, kreiere dann irgendwie so einen schönen Loop, der mir irgendwie gefällt. Meistens irgendwas mit der Tonleiter. Und dann geht es in Bitwig rein und da baue ich da irgendwie Kram dazu. Und wenn mir das dann irgendwie so gefällt, so wie jetzt, und ich denke, oh, das könnte 8 Minuten laufen und es wird mir irgendwie nicht auf den Sack gehen, dann würde ich vielleicht dazu übergehen, das einfach, was ich jetzt hier auf dem Hardware-Synth laufen habe, aufzunehmen in Bitwig. Ich würde da jetzt hier wahrscheinlich einfach eine Audiospur machen. Ich glaube, ich habe es am Anfang schon mal gezeigt. Als Eingang nehme ich dann ja natürlich den Microfreak. Und ich nehme alles auf. Also ich nehme einmal die Hardware-Synths auf und natürlich komplett mit den Effekten, ja, die da drauf liegen. Und das juckt mich alles gar nicht, dass das nicht separiert ist. Ich nehme das einfach stur auf. Und in der Recording-Phase, ich würde natürlich vielleicht jetzt 16 Dinge rausnehmen und einfach länger aufnehmen, würde ich versuchen, an den Hardware-Synths rumzuschrauben, ein bisschen zu jammen. Also ich mache dann irgendwie mal einen Filter auf oder ich mache meine Hüllkurve länger oder drehe einen Synth komplett raus oder so. Also dass ich so verschiedene Sequenzen in dieser Wurst habe. Und das nehme ich dann als Backdrop hier, als einzelnes Sample, und das läuft dann einfach komplett durch. Und dadurch, dass sich das auch so ein bisschen verändert, ist da auch nochmal ein bisschen Modulation drin. Komplett mit dem anderen Gedöns hier ändert sich die ganze Zeit eigentlich irgendwie was und es bleibt interessant von Zuhörer. Und wenn man dann noch irgendwie jemand hat, der irgendwie geil Violine spielen kann oder Klavier spielen kann oder eine E-Gitarre spielen kann, der dann noch irgendwie ein Solo drüber macht, dann klingt das richtig geil, würde ich sagen. Was gibt's sonst noch zu sagen? Keine Ahnung. Also ich dachte, es vielleicht auch mal so als neues Videoformat hier auf den Channel, also auf dem deutschen Channel. Ich bin ja des Deutschen doch ein bisschen mächtiger als dem Englischen, sage ich mal. Und da kann ich so ein bisschen mehr frei von der Leber erzählen. Vielleicht versuche ich das so ein bisschen zu kultivieren hier auf dem Kanal, dass ich einfach mal euch so quasi mitnehme. Egal. Also danke fürs Zugucken. Falls ihr Fragen habt zu diesem Workflow oder was ich da so mache, könnt ihr ja gerne machen in den Kommentaren. Ich beantworte alles. Ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Ansonsten danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Achso, abonniert den Kanal auf jeden Fall. Abonnieren und Daumen hoch, wenn euch das irgendwie gefallen hat. Ne? Dann bleibe ich auch länger am Ball. Okay, also danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und tschüss. Doch an langsam zu nerven, war.